Willkommen hier zur F1 My Team Audi Karriere in der Kombi Season, dieses Mal in Mexiko und natürlich ja der Premiere in Portugal, aber jetzt hier mal nach Mexiko. Ich freue mich extrem, die Strecke ist toll und ich male mir hier auch gute und ja eigentlich sogar sehr gute Chancen aus, denn gerade hier in Mexiko kann man noch richtig schöne Rennen fahren, nur der Start ist halt sehr wichtig. 4,3 Kilometer, 17 Kurven, 3DS-Zonen machen das Ganze hier zu einer High-Speed-Strecke. Kann man durchaus sagen, würde ich mal sagen. Ja, es ist immerhin eine tolle Strecke. Der letzte Sektor ist halt ja schwierig, denn es sind viele Kurven. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der Professor startet aus der Pole Position. Und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Fernando Alonso, Sergio Perez und Norris, Sainz. Hier gab es eine Gridstrafe. Russell, Hamilton und Esteban Ocon. Gasly, Theo Pourchaire, Kevin Magnussen und Albon, Tsunoda, Vettel, Nico Hülkenberg und Lance Stroll. Oscar Piastri, Joe, Latifi und Mick Schumacher. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und los geht's hier. 5 Runden Lichter gehen aus. Lights out and away we go. Wir starten von der Pole ins Rennen rein. Charles hat einen besseren Start, aber hier von der Pole zu starten ist eigentlich eher semi-gut, denn ja, gerade der Windschatten. Es ist eine richtig lange Distanz bis zur ersten Kurve und wir können uns hier außen. Leclerc lässt sich weit raustragen, aber wir kommen dann fast mit den kompletten Autos neben die Strecke. War aber natürlich noch regelkonform drin und können hier trotzdem die Führung behalten oder uns wieder zurückholen. Hier decken wir ab gegen Leclerc und da kann er nichts. Da muss er wieder zurück und wir bleiben hier vorne. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig und wir sollten auch bis zur dritten Runde ja auch diesen 1-Sekunden-Polster rausgefahren haben. Es ist auch verdammt wichtig, hier generell heute noch einmal ja, einen fetten Punkt zu setzen, denn wir müssen Punkte aufholen. Wir sind knappe 40 Punkte hinten und es ist die letzte Chance. Ja, da kommen wir weit raus. Es ist die letzte Chance, hier generell noch Punkte gut zu machen und um den Weltmeistertitel, ja, und um die Chance überhaupt noch aufleben zu lassen. Es ist, geht nicht mal darum, Weltmeister zu werden, sondern generell jetzt mal darum, die Chance aufleben zu lassen. Natürlich, toll wäre ein Ausfall irgendwann mal von Leclerc. Gucken wir uns hier mal den Start an, den wir zuerst verloren, aber dann wieder zurückgewonnen haben in Turn 1. Ich wollte hier auch Leclerc abdecken, aber der war dann schon weg. Also ihr seht es auch hier, hänge ich mich dann im Windschatten, um immerhin ja, den Rest abzuwehren. Da bleiben wir vorne und guckt euch das mal an, was für eine Wand an Autos hier kommt. Da waren wir beinahe mit dem kompletten Auto neben der Strecke, aber es war nicht mit dem kompletten, sonst hätten wir den Platz zurückgeben müssen. Und hier kommt dann dieser Move von, ja, da konnte er halt einfach nicht mehr. Und ja, wir sind in Runde Nummer 2 und auf Purple-Kurs. Wir haben es aus dem DS-Fenster geschafft, weil Leclerc jetzt auch ein bisschen mit Verstappen zu kämpfen hat. Und es läuft wie am Schnürchen. Die Pace ist so strong. Ich frage mich tatsächlich, an was es liegt, dass manchmal unsere Pace da ist und manchmal dann wieder nicht. Purple, es ist die schnellste Rennrunde. Wir haben uns mit 1,4 Sekunden hier an Leclerc oder von Leclerc abgesetzt und können unser Rennen fahren. Nur keine Fehler machen. Nur nicht zu überpowern und natürlich nur nicht zu übermotiviert sein. Dann könnte das heute was werden mit dem nächsten Win in dieser Season. Natürlich zu hoffen gibt es auch noch, dass Leclerc vielleicht verkackt und ausfällt oder so oder im besten Fall ausfällt oder irgendwie von Verstappen, von Alonso, von Sainz, na Sainz nicht, der Sainz ist sowieso, aber ja, es könnte nicht besser laufen für uns hier, wie im Schnürchen.
Und ich glaube, es ist ein Märchen. Denn jetzt passiert das hier. Carlos Sainz Jr. scheitert aus dem Rennen aus. Unser zweitengster WM-Rivale macht heute eine Nuller. Und wir vermutlich 25 Punkte, wenn alles gut läuft. Also besser kann es nicht laufen, Leute. Es ist, als ob das Game wollte, dass wir Weltmeister werden. Ich meine, wir sind noch weit davon entfernt, aber der WM-Rival. Oh, und jetzt kommt Safety Car auch noch. In der sechsten Runde Safety Car. Wir mit diesem Vorsprung und wir können dann einfach. Ja, wir behalten jetzt mal unsere Position, verlieren aber leider auch die Gap, die wir uns auf Leclerc aufgebaut haben. Das ist schade, aber dennoch, es ist gut. Es könnte nicht besser laufen. Wir sind hier auf einem echt guten Weg. Ich hoffe auch, dass ein bisschen ein Getummel in der Box entstehen kann oder entstehen wird. Und Sainz hat dann auf Start und Ziel abgestellt. Das ist mir aber auch egal, denn wir gehen in die Box. Müssen hier mal wieder ein bisschen ins Delta kommen. Das schaffen wir. Und es geht in die Box rein zum hoffentlich einzigen Boxenstopp an diesem Tag. Safety Car in the Slab. Wir dürfen die Pace vorgeben. Und natürlich versuche ich hier so asozial langsam wie möglich aus der letzten Kurve rauszukommen, um eventuell Verstappen die Tür gegen Leclerc zu öffnen. Und so ist es auch. Die kämpfen, die sind ganz knapp beieinander. Verstappen hängt Leclerc am Getriebe dran. Und das könnte jetzt etwas werden. Auch Leclerc, der holt hier auf, aber das reicht nicht. Wir bleiben vorne und Verstappen, der ist so nah an Leclerc dran, wie im kompletten Rennen nicht. 3/10, 4/10, Mann, lass dich doch nicht abschütteln. Na, es ist egal. Egal, das wäre natürlich ein Hoffnungsschimmer gewesen. Es sind doch nur 3/10. Und mit DRS, wenn er schafft, drin zu bleiben, könnte das echt was werden. Es ist trotzdem wie ein Segen. Wir übernehmen hier wieder die Führung, bleiben vorne, können auch uns einen Ticken absetzen. Es ist noch nicht ganz die Sekunde, aber es sind immerhin schon 8/10. Auch Leclerc kann sich von Verstappen absetzen. Ich glaube, da fehlt auch einfach die Pace. Der ist da einfach zu langsam. Der ist da vielleicht auch zu... der hat es aufgeholt. Jetzt sind es nur noch 5/10 auf Leclerc. Ja, ist natürlich klar, das ist der Kurvensektor. Da komme ich noch nicht ganz so gut raus. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Wo werden wir heute landen können? Wo wird das Ganze enden? Jetzt ist vermutlich auch die beste Möglichkeit, um Leclerc an uns vorbeizugehen. Und es hat tatsächlich gereicht, Leute. Wir haben zwar eine 3 Sekunden Strafe. Nein! Habe ich vergessen, zum Auszuschneiden. Und es hat tatsächlich gereicht, Leute. Wir sind hier mit 6 Sekunden vorne. Wir haben zwar eine 3 Sekunden Strafe kassiert, aber die ist jetzt nicht so schlimm, denn ja, das wird sich hoffentlich mit dem Vorsprung ausgehen. Oh, leichter Quersteher. Ja, die Reifen sind schon ein bisschen angeschlagen. 12 Runden alt. Und wir gehen hier drüber. Und machen hier 8 Punkte gegen Charles Leclerc. Gut, das ist unnormal wichtig. Besser hätte das Rennen, doch ein bisschen besser hätte es noch laufen können. Aber ich würde sagen, es ist schon eine 11 von 10 heute. Latifi Fahrer des Tages, auch interessante Wahl. Und wir gewinnen hier wieder einmal. Es ist die Riesenaufholjagd. Also die letzten Rennen, da hatte die Konkurrenz nicht viel zu lachen gegen uns. Und es steht ja Portugal noch an jetzt. Jetzt mal die Siegerehrung mit Max Verstappen, der es leider nicht geschafft hat, an Leclerc vorbeizugehen. Bro, ich habe dir die Tür aufgemacht und du hast sie zugeschlagen. Warum machst du das denn? Warum? Verstappen, du musst lernen, du musst lernen, solche Geschenke anzunehmen.
Da ist noch einmal unser Koala-Tanz. Und wir stehen wieder ganz oben. Was für ein Gefühl. Nach so einer Durststrecke eigentlich. Also wir hatten ja gerade so mitten der Season nicht viel zu lachen. Viele Ausfälle, nicht Ausfälle, aber viele Motorteilwechslungen und so weiter. Und das können wir jetzt endlich mal zugute sprechen. Wir sind endlich vorne und wir können vorne auch mithalten. Es ist so geil. Besser hätte es heute in diesem Rennen nicht laufen können. Aber schauen wir mal, wie es dann in Portugal unterwegs ist. Und hier sind wir nun. Die Premiere von Power Timão wieder zurück im Kalender. Das hat Zandvoort ersetzt. Für alle, die sich fragen, warum es nicht Zandvoort gab. Aber trotzdem. Also, ich liebe Portugal. Ich hoffe auch, dass die Strecke länger noch drin bleibt. Denn hier ist es wirklich eine Bergauf-Bergabfahrt. Viele Kurven, aber auch viele Geraden, die das Ganze hier spannend machen. So sieht dann das Layout aus. 4,6 Kilometer, 15 Kurven. Zwei DS-Zonen ist eher semi. Also überholtechnisch geht eigentlich nur Turn 1. Also ist auch eine lange Gerade. Man holt voll aus der letzten Kurve. Diese lange rechts und dann ja, Turn 1, die dann echt auch manchmal undankbar ist. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Und daneben steht Charles Leclerc. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton und Russell, Verstappen, Ocon, Magnussen und Alexander Albon, Theo Pourchaire, Gasly, Lando Norris und Vettel, Tsunoda, Perez, Nico Hülkenberg und Mick Schumacher, Stroll, Joe, Latifi und Oscar Piastri. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine... Eine interessante Statistik, wir sind ganz nah dran und ich freue mich. Es kann ein spannender Fight werden, auch in Brasilien haben wir noch einen Sprint. Aber jetzt geht's hier mal los. Lights out and away we go. Auch hier von der Pole Position, nur der Start war grottenschlecht. Der Wheelspin war auch hier durchs Video zu spüren. Und da gehen wir nicht neben die Strecke. Aber es gibt eine Verwarnung wegen einer Kollision mit Sainz. Das gucken wir uns dann natürlich gleich in der Replay an. Und wir bleiben auch hier in diesem Mittel und das Gelb hinten. Ja, aber kein Ausfall, da gibt es nur Berührungen. Schauen wir mal, was hier schief geraten ist. Und für das gibt es hier die Verwarnung. Okay. Sehr interessante Interpretation von Kollision verursacht. Wir sind in der dritten Runde und können auch hier, was ist denn jetzt los mit diesem Auto? Wir können einfach, ja, nicht nur die Gap halten, wir können aufbauen ohne Ende und fahren den beiden Ferraris da davon. Es ist auch gut, dass Sainz vor Leclerc ist, denn es ist natürlich auch klar, dass Sainz in der Weltmeisterschaft weniger Punkte hat als Leclerc und gerade nach dem letzten Ausfall, in Mexiko wird er auch nichts mehr mitreden können in der Weltmeisterschaft, denn dafür fehlen ihm jetzt die Punkte und dass er da auch hinter, also vor Leclerc bleibt, das ist sehr wichtig, das ist verdammt wichtig und Alonso auch wieder vorne mit dabei, der Alpine scheint gut zu gehen und unser Audi scheint noch besser zu gehen, das Auto bockt, es ist so strong, es ist so genial, heute hier mit diesem Auto, es ja, winkt der Doppelsieg, also ja, es winkt zweimal Win in einem Video, das hatten wir nicht oft und ja, gerade in Portugal, das Eröffnungsrennen hier, das Comeback von Portugal, wir schaffen es hier mit einer unheimlich strongen Pace, da uns locker vorne zu halten, das ist wirklich, es ist heute wie ein Märchen, Mexiko Pole Sieg, oh, da kommen wir ordentlich neben die Strecke, Mexiko Pole Sieg. Dann auch hier Pole und eventuell sogar der Sieg, denn wir sind mit 3,5 Sekunden auf einen komfortablen Vorsprung und das nach 4 Runden, fast 5 Runden, aber das ist schon wirklich, besser hätte ich mir das Ganze nicht ausmalen können. Ich freue mich so sehr, dass das heute so gut klappt, es geht in die Box rein in der 7. Runde. Nein. So, da, wir werden jetzt in die Box gehen mit 6,5 Sekunden Vorsprung, sollte da jetzt auch ein kleiner Fehler
der Pitstop-Crew drin sein. Also da ist auf jeden Fall ein kleiner Fehler drin. Ich hoffe natürlich, dass dennoch keiner kommt. Aber es läuft. Es läuft wie am Schnürchen. Jetzt ist der Knoten aufgegangen. Die Updates arbeiten und das Auto ist unheimlich strong. Es erinnert mich ein bisschen an die 2012er Season, wo ja dann auch ab der Hälfte Red Bull alles rasiert hat, obwohl Ferrari mit Alonso die erste Saisonhälfte dominiert hat. Hier kommt Oscar Piastri. Sehr knapp neben uns. Da können wir vorne bleiben. Latifi leider durchgerutscht. Das ist natürlich gar nicht gut, denn einen Latifi willst du nie vor dir haben, no front oder so. Er ist ein weltmeisterlicher Fahrer und deswegen will man nicht vorne haben. Deswegen natürlich nur. Und da kommt fast der Switch von Piastri. Denn er hat natürlich DS bekommen auf dieser kleinen Geraden. Und wir können uns immerhin mit einem späten Bremsmanöver mit den frischeren Reifen hier vorne halten. Jetzt heißt es auch hier an GoTifi drankommt, vorbeikommen und nicht viel Zeit verlieren. Auch wenn wir 6 Sekunden Vorsprung haben, der könnte nach einem Hinterfeststecken in 1, 2 Kurven, 3 Kurven, könnte der halbiert sein und nach einer Runde vielleicht sogar weg sein. Gut, das schaut gut aus, wir kommen hier in Latifi dran, das ist auch strong. Und wir jagen Latifi hier den Berg hoch im Windschatten. Oh, da kommt der Pendler. Ich fahre natürlich mit Traktionskontrolle mittel und im Windschatten mit einem späten Bremsmanöver. Latifi lässt sich zu, er weiß natürlich, wenn er fightet, das kostet beiden unnötig viel Zeit. Wir sind eh nicht seine Konkurrenz. Und deswegen ist er da auch sehr, sehr sportlich und lässt uns vorbei. Auch wenn Latifi nicht immer der beliebteste Fahrer bei allen war, muss ich dennoch sagen, er hätte auch einen besseren Ruf verdient gehabt. Würde ich jetzt mal sagen. Was ist eure Meinung zu Nicolas Latifi? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber jetzt sind wir hier mit einem sehr schönen Loch. Also das wäre natürlich optimal gewesen, wenn ich da rausgekommen wäre. Denn da hätten wir freie Fahrt zu Sepp gehabt, der jetzt auch in die Box abbiegt. Jetzt wird es interessant. Der erste Ferrari ist drin. Der ist, ich weiß nicht, wer es ist. Der zweite ist nämlich weitergefahren. Und da wird es noch spannender. Denn auch der Red Bull ist drin, der McLaren ist drin und auch Sepp geht rein. Also werden wir es eh in Kürze sehen, wo wir rauskommen. Purple im letzten Sektor und es ist Carlos Sainz, der draußen geblieben ist. Nein, kein Ferrari draußen geblieben. Okay, das heißt Leclerc ist schon drin gewesen und die Gap ist nahezu identisch geblieben. Nur Sainz, sie hat ein bisschen aufgeholt, nur der wieder mit der Ferrari 100 IQ Junior Strategie, 1000 IQ Junior Strategie auf die weißen Reifen gehen. Och, nein, nicht Leclerc auch. Ihr seid doch dumm, ihr zwei. Das ist nicht normal. Hä? Okay, es ist nur Sainz, der auf die Mediums gegangen, auf die Hard gegangen ist. Und ganz nachvollziehen kann ich diese Strategie natürlich nicht, denn für 7 Runden ziehe ich nicht die Weißen auf. Das ist auch wie wenn ich in einem Regenrennen in der letzten Runde, obwohl die Bedingungen eher noch so auf Inter sind, nur der Regen stärker wird. Halleluja! Da kommt fast der Abflug. Gerade in dieser Kurve, da wo ich schon so oft heute gestruggelt habe. Wir sind in der letzten Runde, Leute, und ja, wir konnten den Vorsprung ausbauen. Das Blöde ist natürlich, dass Charles Leclerc an Sainz vorbeigegangen ist. Das bedeutet jetzt auch, all in all, verlieren wir oder gewinnen nur 8 Punkte und nicht 11 Punkte. Aber auch die 8 Punkte sind wertvoll. Die sind sehr wertvoll und die werden wir auch auf jeden Fall Lila auch hier, und das schaffen wir wirklich in der letzten Runde noch lila im Mittelsektor. Also diese Pace ist, ich weiß nicht, wo wir die aktuell hernehmen, aber es scheint so, als ob die letzten 1-2 Rennen uns richtig gelegen haben. Schnellste Rennrunde in der letzten Runde. Sowas Primitives kenne ich eigentlich nur von Hamilton und Verstappen. Also ich komme mir schon fast vor, wie wenn ich hier die ganze Season dominiert hätte. Obwohl es eigentlich erst die letzten 2-3 Rennen sind. Wir sind Drive of the Day geworden, obwohl ich von der Pole
gestartet bin, sind wir hier easy, Drive of the Day, oder sind wir hier easy auch gut durchgekommen. Nicht so wie in Mexiko, wir sind auch von der ersten Kurve an Erster gewesen und nur während den Boxenstops ist ja natürlich der ein oder andere vorbeigekommen. Wir stehen wieder am Podium. Wir schaffen hier das vermutlich beste Kombi-Season-Video überhaupt. Es folgen ja morgen noch ein Rennen. Das wird das Spezialrennen in Brasilien sein. Und Abu Dhabi werden wir in 50% am Montag dann fahren. Und dann ist es durch. Es wird am Montag entschieden, ob wir Weltmeister werden. Und das wird eine spannende Sache. Seid auf jeden Fall gerne dabei. Abonniert dafür auch gerne kostenlos den Channel. Und wir machen hier das alles perfekt. Zweimal Pole, zweimal Win. Und auch in der Weltmeisterschaft heißt es jetzt natürlich einen fetten Sprung nach oben. Unser Team freut sich, alle hier, auch die Zwillingsschwester der kurz-schwarzhaarigen und die Drillingsschwester und die Vierlingsschwester, das ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, ich freue mich so extrem, wir gewinnen hier wieder. Nach dem aussichtslosen Rennen in Ungarn vor ein paar Tagen, dachte ich mir schon, das wird so knapp werden mit der WM oder ja, vielleicht doch teilweise schon insgeheim aufgegeben und jetzt in der Weltmeisterschaft nur noch 20 Punkte hinter Leclerc. Wir dürfen nicht vergessen, es steht noch Brasilien an. Der Sprint, das Rennen und Abu Dhabi, das Rennen. Ich muss vermutlich auf ein bisschen mehr hoffen, also auf einen guten Startplatz. Vielleicht auch mal ein Kleckser von Leclerc oder ein Patzer so von Leclerc, denn sonst wird das hart und sehr knapp. Theoretisch zu holen sind noch 58 Punkte und da brauchen wir ein Drittel davon, mehr als ein Drittel davon. Also, was denkt ihr? Ist der Titel noch drin? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für heute war es das aber mal. Wir stellen hier noch ein bisschen was ein. Vielen, vielen Dank. Abonniert gerne kostenlos. Schaut auf Social Media vorbei. Bis morgen und später und ciao.